Nachdem ich den Monitor ausgepackt und aufgebaut habe, ist mir als erstes die Größe aufgefallen. An meinem aktuellen Setup hatte ich kaum Platz für Maus und Tastatur. Außerdem war der Monitor viel zu schwer für meine Wandhalterung. Deswegen hieß es erstmal wieder umbauen. Im auf jeden Fall nach Gaming aussehenden Menü lassen sich über einen kleinen Joystick alle Einstellungen vornehmen. Es gibt mehrere Farbpresets für verschiedene Anwendungen. Im PvP-Modus lässt sich der Monitor wie zwei Bildschirme nutzen. So könnt ihr zum Beispiel, während ihr auf Discord chattet, im Internet surfen. Im gleichen Menü könnt ihr auswählen, welches Fenster in welcher Größe angezeigt werden soll. Hierbei ist der Bildschirm leider auf 60 Hz begrenzt. Daher ziehe ich es vor, mit dem Easy Setting Upbox Tool die Fenster ganz nach Belieben anzupassen. So erzielt ihr fast das gleiche Ergebnis. Jetzt kommt aber auch schon der wichtigste Part, die Spieletests. Den Start macht Fortnite. Hier sieht die Lobby etwas komisch aus, daher funktioniert Ingame aber alles umso besser. Beim ersten Test habe ich das Lachen kaum mehr aus dem Gesicht bekommen. Zweites habe ich Vollgas getestet. Hier bekommen wir leider nur ein gecropptes 16:9 Bild. Auch in den Einstellungen habe ich leider nichts gefunden, um dies zu ändern. Danach habe ich Rogue Company gespielt. Hier sehen wir in der Lobby und im Ladescreen ein verzerrtes Bild. Im Spiel funktioniert es allerdings einwandfrei. Im nächsten Test ist Shadow of the Tomb Raider an der Reihe. Im Loading Screen sehen wir ein 21:9 Bild. Ich habe wieder versucht, dies in den Einstellungen zu beheben, aber keine Lösung gefunden. In-game funktioniert trotzdem alles einwandfrei. Aufgefallen ist mir noch, dass am Rand das Bild leicht verzerrt wird. Dies fällt besonders bei Personen auf. Gleiches gilt für Call of Duty Warzone. Lobby 21:9, In-game 32:9. In Rocket League lässt sich das normale Bild in den Einstellungen zu einem Ultra-Wide-Bild ändern. So können wir auch hier richtig ins Spielgeschehen eintauchen.
Für die Kreativen unter euch habe ich Premiere Pro getestet. Leider hatte ich aktuell kein Projekt mit einer vollen Timeline zur Verfügung. Aber jeder, der schon mal ein Video geschnitten hat, wird wissen, die Timeline kann nie groß genug sein. In Photoshop bietet euch der Monitor keinen allzu großen Vorteil, außer dass ihr euch mehr Filterfenster gleichzeitig anzeigen lassen könnt. Dies gilt natürlich auch für Illustrator und ähnliche Programme. Ich wollte unbedingt noch Final Cut testen. Hier war es einfach schön zu sehen, wie sich die volle Timeline über den ganzen Bildschirm erstreckt. Zum Schluss bin ich noch in Blender reingegangen. In den meisten Arbeitsbereichen habt ihr keinen großen Vorteil. Zu mehr Platz sage ich allerdings nie nein. Kommen wir nun zum Fazit. Der Monitor ist nicht nur für Gamer, sondern auch für Kreative eine gute Wahl. In den meisten Spielen erweitert er das Bild fast auf euer gesamtes Sichtfeld. Kreativen bietet er mehr Platz für die Tools, um einen schnelleren Workflow zu erreichen. Außerdem ist er auf dem Schreibtisch ein echter Hingucker. Zu beachten ist, der Monitor ist sehr groß. Ihr solltet euch also vorher überlegen, ob ihr genug Platz habt. Außerdem ist recht neue Hardware nötig, um das volle Potenzial von 144 Hz in Games zu erreichen. Doch wenn dies gegeben ist, steht euch nichts mehr im Weg, um euer Gaming-Erlebnis und euren kreativen Workflow abzugraden.